So, jetzt gehen wir mal in die Höhle, gucken uns mal gerade den Sonnenstand erst an. Die Sonne geht gerade unter, das ist natürlich nicht ganz so praktisch. Und wieso listel ich überhaupt so stark? Hey, ich listel gar nicht. Oder ich listel gar nicht. Hör doch, Baum. Ja, das sind immer die klügsten Leute. Okay. In Slow Motion gehen wir darüber. So, ich glaube, hier in der Höhle, die zum Spalt führt, haben wir noch nicht alles erkundet. Ah. Ich habe es doch gewusst, aber ich habe nicht mehr so viel Fackeln. Deswegen baue ich mir jetzt Kohle ab, um mit der Kohle und den Sticks aus meinem Inventar Fackeln zu machen, damit ich mehr Fackeln habe, damit ich länger die Höhle erkunden kann, damit ich mehr Rohstoffe sammeln kann, damit ich mehr habe und damit ich einfach glücklich bin. So. Es geht ja nur darum, glücklich zu werden im Leben, ne? Obwohl, wir haben ja auch gerade eine Philosophie, da kann ich ja mal ein bisschen so aus dem... Das war ja eine super Höhle. Ne, jetzt haben wir gerade in Philosophie, ob der Mensch Recht hat auf Glück. Und ich würde sagen, ja. Aber ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil dann denke ich wieder, scheiß Schule, alles scheiße. Alles voll, Junge. So, hier kommen wir langsam runter. Okay. Ich weiß... Ah, Lava! Mr. Lava, Lava! So, ich bin nicht scharf, darauf reinzufallen. Deswegen machen wir uns hier erstmal einen kleinen Weg. So. Ja, ich hoffe, ich renne da nicht rein, aber... Wie ich mich kenne und meine Stupidität... Alter. Alter. Schock fürs Leben. Glaubt man gar nicht. So, ich kann ja mal ein bisschen hier stimmungsmäßig was machen. So. Ach, verdammt, ich habe mir schon wieder vergessen, eine Uhr dahin zu stellen. Also, ne, eine Uhr neben meinem Bildschirm, damit ich sehe, wie lange ich aufnehme. Damit ich nicht solche krüppeligen Zahlen aufnehme. Ach, verdammt. So. Höhlenplaylist anmachen. Weil... Komm. Weg mit dir. Halt, stopp. So. Verbrenne, du elendiges Luder. So. Vogeln. Ha, schön Eisen zu finden. Ist schön. Ich hoffe, keine Monster. Hilfe. Langsam aus und einatmen. Ist da wer? Hallo? Oh Gott! Puh. Das Licht. Waren wir da schon mal? Moment, ich muss jetzt mal ein bisschen ausleuchten. So, da unten noch eins. Okay. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier ist Lava. Alles klar, also war es kein Fackellicht, sondern nur Lavalicht. Okay. Wo geht's denn jetzt weiter? Also wir können da lang gehen, da zur Lava gehen oder hier lang gehen. Oder wir gehen hier nochmal ein bisschen zurück und gehen hier dem Wasserweg entlang. Und wir können ja hier gerade Wasser zu, Affe tot. Ich erinnere da nur kurz an meinen Skin. So. Übrigens habe ich den Skin nur genommen, weil hier das Niveau auf primatische Weise gesunken ist. Wasser verschwinde. Ich bin wasserbändiger, wie bei Avatar, und kann das wegmachen. Und ich meine jetzt nicht Avatar, das mit den blauen Schlumpfmännchen. Das ist ein anderes Avatar. Ach, ich bin hier im Spalt, Mensch. Also, ne, das rufe ich auch immer so beim Sex. Ich bin ja gerade im Spalt, Mensch, habe ich gar nicht gemerkt. So, 13 Eisen haben wir schon gesammelt.
Hoffen wir mal, dass uns kein Monster hier überrascht. Monster? Hallo? Seid ihr da? Ach. Himmel! Ich sehe den Mond! Oder? Ja. Au! Ich wollte schon erst Mu sagen. Ja, Wölfe machen seit... Werwölfe machen seit neuestem Mu. Spinne? Die Spinne gehört. Schon wieder. Ich glaube, so langsam spinne ich. Boah. Alter, jetzt ist aber hier ein bisschen Tacheles angesagt. Ist sie oben oder versteckt die sich hier unten irgendwo? Ich hör die nicht. Ich habe die ganze Zeit, wie sie Schaden bekommt. Okay. Ich habe voll Schiss, dass sie mir gleich auf den Kopf fällt. Vor allem, wir haben noch keine Rüstung oder so und sind auch noch relativ, ja, schlecht bewaffnet. Ah! Ja, guck mal, wen haben wir denn da? Pam! Maler Anderson. Zeig dich, du Unhold! Kommet hinauf! Oder unten liegt XP. Die Spinne scheint wohl... Oh, ihr so lang gegangen zu sein und so... Oh, schau mal! Da ist ein tiefer Abgrund, spring ich mal rein! Tot. Denn wie wir alle wissen, Spinnen sind blöde. Das stimmt tatsächlich, weil die neue KI noch nicht auf Spinnen übertragen wurde. Weil Spinnen ja auch immer raufklettern können und so. Aber das ist ein anderes Thema. Weil wir auch gerade kein Thema hatten, soweit ich weiß. Unser Thema war es eher, Angst zu haben vor der Spinne. Was, wir können jetzt mal bei der Lava lang gehen. Was ist da denn? So, über uns ist Eisen. Ja, ja, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen erforschen. Gut, eine Sargkasse. Da kann man Särge kaufen. Okay. Eisen, Popeisen! Nein, das ist ja hier ganz schlecht. Ich will es ja nicht noch schlechter machen, als es überhaupt schon ist. So. Ich habe Angst, gleich ins Lava. Ja, ins Lava zu fallen. In die Lava zu fallen. Wow, neuer Spalt. Haha. Das ist geil. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich komme da irgendwie nicht runter. Ich habe nämlich kein Seil, um mich herunter zu seilen. Wäre auch mal eine coole Idee für Minecraft. Aber da gibt's auch, glaube ich, so eine Mod, ne? Da kann man irgendwie so Seile machen, so. Und dann kann man da irgendwie mit Loren hin und her fahren oder so. Oder mit... Ach, hier, wie auf der Skipiste. Ja, ne. Wenn einem Begriffe fehlen, dann fehlen einem Begriffe. Wie heißt denn das nochmal? Ja, so ein Lift. Der Liftstift. Kann man einfach mal so einen Strich ziehen und schon hat man da einen Lift. Okay, schaffe ich den Sprung bis dahin? So. Hoppa. Übrigens fanden einige Leute den Spruch, ich Günther herum, auch so lustig, den ich ja oben an meinem Kanal stehen habe. Und deswegen Günther ich mal öfters herum. Günther. So. Was haben wir denn hier? Welches Gesocks und Gesindel? Hallo? Ah! Sackkasse, alles safe. Total safe hier. Und gleich springt uns ein Creeper aus der nächsten Ecke und zack, wir sind tot. Und wir werden niemals wieder gefunden. Also unsere Leiche und so. Alter, Unmengen von Eisen. Alter. Alter Falter. Der Bambusfalter. Ne, Bambusfalter, das war, glaube ich, mal so... Kennt ihr... Hier, das lustige Taschenbuch mit Donald und Mickey Mouse und all so ein Quatsch. Und da war auch mal so eine Geschichte, die hieß... Also die Geschichte... Oder der Geschichte, ne?
hieß auch der Bambusfalter, soweit ich weiß. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Auch wenn ich normalerweise ein übelster Pro bin. Na gut, aber in Minecraft eher eigentlich eher weniger in Minecraft. Eher so in Spielen wie StarCraft. Wobei ja Spitzensportler in StarCraft 1, also ne, die ganzen koreanischen Freaks da, die da ihre 16 oder vielleicht auch nur 12 Stunden am Tag zocken und dann ja Millionen damit am Jahr verdienen. Vor allem am Jahr. Am Jahresende vielleicht. So. Hier ein bisschen Kohle, aber ich weiß ja nicht, ob sie das lohnt mitzunehmen. Ah, wir haben 33, kommen. Dann. Ja, lass mich hoch. Mensch. Können wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Schadet ja nix. Ja. Außer vielleicht unsere Spitzhacke, die dabei kaputt geht. Wieso, Spitzhacke? Sie war doch noch so jung. So. Alles klar, ich setze mich mal gerade ein bisschen anders hin. Boah, boah, Mega Jump. Boah, boah, anders hinsetzen, im Schneidersitz und so. Boah, ah, 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 was? Ich war gerade Brain AFK. Also, ne, wem AFK nichts sagt, das heißt Away from Keyboard und auf gut Deutsch heißt das, ich war nicht an der Tastatur. Es kann ja auch mal wow, Creeper! Creeper, Creeper. Es kann auch mal sein, dass es Leute gibt, die sich damit nicht so auskennen. Wobei AFK ja auch schon normale Chatsprache ist. Alter. Habt ihr gesehen, wie übelst das Ding geblinkt hat? Bevor ich das getötet habe. Scheiße. So, erstmal noch ein bisschen hier erforschen. Geht der Gang noch weit? Ah! Mamma mia, it's me. Gang zu Ende. So. So, das Ding auch noch weg. Das stört mein geistiges Empfinden. Wobei ich geistig nicht voll auf der Höhe bin. Obwohl, darüber sollte man sich vielleicht nicht so extrem lustig machen. Da gibt's ja tatsächlich solche Leute. Und das meine ich jetzt auch wirklich nicht im Spaß. Es gibt ja wirklich Leute, die geistig zurückgeblieben sind. Da, ne? Ist ein heikles Thema, möchte ich jetzt hier aber auch nicht unbedingt so anschneiden. Kann ich aber gerne machen. Wenn das gewünscht ist, also wenn ihr auch mal Themenvorschläge habt, irgendwelche Themen, ob es jetzt ist, keine Ahnung, das Pentagon und 9-11, also auch die Twin Tower natürlich, oder, ach, ich weiß nicht, ich könnte dafür jetzt auf meinen Notizzettel gucken und auf ein paar Themen hinweisen, die ihr mir vorschlagen könnt, aber wenn ich euch schon Themen vorschlage, die ihr mir vorschlagen sollt, dann ist das doch ein bisschen sinnlos, weil das dann ja eigentlich meine Vorschläge sind. Also lasst euch da mal ein bisschen was einfallen. Ich werde das dann wahrscheinlich auch benutzen, weil die Resonanz ja nicht so überwältigend groß ist bei mir. So, Hühnchen! Ich überlege gerade, ob ich das Schaf, ne? Das Huhn töten soll und dann ein bisschen Fleisch essen soll und natürlich ohne zu kochen und dann ein bisschen Salomonen bekommen soll. Ist bestimmt voll die schöne Erfahrung. Hab ich im RL auch? Nein. So. Ich muss sagen, es sieht noch ein wenig krüppelig aus. Und mit krüppelig meine ich, es sieht mein ästhetischem Empfinden irgendwas. Keine Ahnung. So, ach ja, wir können jetzt mal Eisen einschmelzen. Oder ein bisschen Eisen backen. Mach ich auch mal. Ey, back dir einen Keks. In Zukunft wird man sagen, ey, back dir Eisen. So. Hoch mit mir und alle Objekte einlagern. So, jetzt überlege ich mal. Genau, das und das. Das ist ja voll viel Spaß. Und gleich werden wir nass, denn es regnet. Und so. Boah, ich find's echt geil, dass das Wetter draußen so cool ist. Dass, so coolio ist. So,
So, was ist das eigentlich für... Ich kann ja mal hier zu einer anderen Playlist wechseln. Nicht nur von der Höhlen-Playlist, sondern zur ruhigen Playlist. Bla 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 und ja. Ich konnte eine bestimmte Datei irgendwie nicht öffnen und Windows spackt mal wieder herum. Ja, super. Egal, wenigstens kann ich alle Lieder abspielen außer eins. Das ist ja schon mal genug. Genugtuung für heute. So. Ich denke, mit so einem kleinen Vorsatz nach links und rechts. Au! Sieht das ganz gut aus. Ja, das sieht schon um einiges besser aus. Denn wie wir es ja alle aus dem Englischunterricht kennen, oder zumindest die meisten, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, good, better, best. Ist ja ein unregelmäßiges Verb, Adjektiv. Was wollte ich denn jetzt bauen? Keine Ahnung. Ich setze mich einfach nochmal um. Was soll ich denn bauen? Habe ich mal wieder keine Ahnung. Ich habe ja sowieso keine Ahnung von nichts. Das ist ja schon, ja, bestätigt durch die Wissenschaft. Übrigens sitze ich hier gerade sehr bequem. Ich habe die Füße auf dem Tisch und so. Sehr geil. Let's Player. Der faulste Beruf ever. So, was wir uns jetzt auch mal machen, ist die Rüstung. Denn braucht, soweit ich weiß, genau 24, um eine Rüstung zu machen. Wir hatten 25, das heißt, einer müsste noch übrig bleiben. Ah. Oh, lololololol. Nee, Quatsch. Was mache ich denn da? Rüstungsteile zusammen craften. Das geht ja übrigens wirklich. Man kann ja zwei halb kaputte oder auch fast zerstörte wieder zusammen craften.